Hallo und herzlich willkommen hier zu Enshrouded. Es geht weiter hier, Leute. Ja, und es gab natürlich schon wieder mal den ersten Hotfix für das Spiel, also nach dem Update. Ne? War ja klar. Gut, adressiert wurden ein paar Abstürze, die wurden angeblich behoben. Ich hoffe, dass da meine Abstürze auch dabei sind, dass es bei mir nicht mehr abstürzt. So, wir sind woher gelandet? Ach, bei diesem... Flämmchen, wo ja die ganze Landschaft am Arsch ist, sozusagen. Gut, da müssen wir gucken. Wir haben uns ja schon mal festgelegt, dass wir hier hinwollen. Ich hatte doch mich eigentlich schon hier an die Warte angedingst, oder? Oder heißt es nicht? Na, ist egal. Hier müssen wir ins Miasma die verstreute Marktprestige-Kleidung suchen. Das machen wir tatsächlich. Gibt es dazu eigentlich auch einen Tagebucheintrag? Das wäre mir viel lieber. Ja, gibt's. Dann machen wir nämlich das. Zur Flammglut-Quest, ne? Die anderen Quests sind Glutal-Quests. Ja, gut. Also, was steht hier? Hannah Reed, eine eurer Dorfbewohnungen, hat erwähnt, dass sie einen Großteil ihres Besitzes zurückgelassen hat, um nach Kelvins Ruhe zu fliehen. Vielleicht lassen sich auf ihrer alten Farm noch einige Wertgegenstände finden. Hannah Reed hat ihr erlaubt, dort zu suchen. Du kannst alles, was du findest, behalten. Erlaubt. Komm, die war ja weg, die war ja eigentlich tot, ne? Also, naja, gut. Es geht los. Das bedeutet, wir brauchen eigentlich den Marker nicht mehr. Aber ist egal, doppelt gemoppelt hält besser, wie man so schön immer sagt. In 700 Metern wert das, jetzt ist die Frage. Wir könnten hier laufen oder, ja, wir müssen wahrscheinlich, wir müssen ja sowieso ins Miasma rein. Ich würde fast hier den Weg laufen, oder? Komm. Nach Norden. Es ist Nacht. Muss ich ja wieder raus aus dem Ganzen hier. So, da haben wir uns doch mal hochgedingst. Hat sich das hier wieder regeneriert? Ja, das hat sich wieder regeneriert, genau. Das ist doch ein Mist, Leute. Wisst ihr das? So, warte mal, lass mich mal was gucken. Wir haben doch hier Baublöcke mit den. Aber ja, die kann man, glaube ich, nicht einfach so hinstellen. Ja gut, was haben wir hier? Wildherzsucher, die können wir zerlegen. So, ach, jetzt haben wir hier diese Mandoline oder Laute. Die macht ein paar Laute. Geht es, wenn ich das einfach hier in die Hand nehme? Baugebiet benötigt. Ja gut. Ah ja gut, das ist also man kann so die Dinger so platzieren. Ob das jetzt toll ist, weiß ich nicht, aber da geht es zwar schon wieder nicht. Ja. Das ist jetzt, ja. Das Problem ist, weil unser Flämmchen hier so steht. Warte mal, wie war denn das? Ich kann das einzeln platzieren, die Blöckchen jetzt hier, ne? Ich meine, da kann ich mir jetzt sozusagen eine Treppe bauen, wenn ich so will. Sicher mit dem Bauhammer geht das Ganze besser. Naja, gut, es geht überhaupt. Ja. Ah, das ist nicht halb, nichts halbes und nichts Ganzes, Leute. Ja, eigentlich steht halt der Dinger scheiße. Ja, gut, dann machen wir es halt wieder. Ja, komm. Bevor ich mich da jetzt hier lang verkünstel, mit irgendeiner Treppe zu bauen, weil wir den Bauhammer jetzt nicht dabei haben, ist es ein bisschen doof. Was ist das? Shoot, das können wir löschen, dann haben wir mehr Platz. So, zack. Okay, Sprengstoff. Ja, wir tun mal die Binden hier raus, dann tun wir den Sprengstoff hier rein. So. Warte mal, wo müssen wir hin? Nach Norden, habe ich gesagt, ne? Na gut, ob wir uns da hochsprengen, ist halt wieder die andere Sache. Ach, ich spreng halt so gern, ne? Ich spreng doch so gern Löcher. So. Ach, noch nicht so optimal. So, und den Rest können wir eigentlich abhacken. Hier ein bisschen abrunden. So. Schauen wir schon mal draußen. Ja, es ist so, wie ich es gedacht habe, außerhalb meines Bereichs. Wird praktisch das einfach wieder zugemacht und das kommt einfach wieder.
Das heißt, dass ich woanders, wo ich was abgebaut habe, teilweise wahrscheinlich dasselbe Problem habe. Dass es einfach sich wieder regeneriert, wenn wir so wollen. So, jetzt fliegen wir erstmal hier rüber. Das Flemmle wird man schon haben, ne? So. Ja, weil das ist ziemlich easy. Funken 6, jawohl. Das ist Rooibos hier. Ausreißen. Nee, ausreißen. Wollen wir nicht, aber wir wollen keine Pflanzenfasern. So, wobei. Ah, es wäre. Ah. Wenn, dann hätten wir hier außen rumgemisst, oder? Bin hier rumgeflogen. Jetzt müsste ich sowieso ins Miasma rein. Hier ist es rot, da sehe ich es nämlich rot leuchten. Ich überlege gerade, ob ich da wieder rüberfliege und es doch hier an Land da außen rum versuche. Ich glaube, das ist geschickter. Hui. Ja, gleiten tue ich eigentlich schon ganz gern. Na gut, auf der Ebene, ne? Auf der Ebene geht es halt nicht so toll. So, dann gehen wir hier außen rum. Das hat auch den Hintergrund, dass die Karte wieder ein bisschen aufgedeckt wird. Ich hoffe halt nicht, dass die Karte wieder irgendwann zugedeckt wird. Aber diese Pfauen, die kann man dann auch hier. Die haben jetzt alle so ein Ausrufezeichen, das heißt, das muss erschreckt oder so. Das hat was mit dem Zähmen zu tun, das man ja jetzt machen kann. Hui! Ah. Ja, wie gesagt, ich würde gerne öfters hier nach oben können, aber es geht halt nur einmal pro Flug. So, hier haben wir ein paar Gegner. So, wer will noch? Wer hat noch nicht? Danke und auf wieder, tschüss. Kann ja euer XP gebrauchen. Ja komm, jetzt sammle ich einfach mal alles. Wenn ich da alles selektiere, das ist immer doof. Wir haben wenigstens noch einigermaßen brauchbares Zeug aus dem Stoff. Den brauchen wir jetzt eigentlich im Moment wirklich nicht. So. Ja, und ich musste halt wirklich mal ein bisschen farmen gehen. Das schiebe ich schon ewig hin. Ich habe halt einfach keine Zeit. Ich kriege gerade mal die Folgen für mein Projekt hier eben immer aufgenommen. Und so einfach daneben her privat ein bisschen spielen ist halt schwierig bei mir. Das alles ist immer noch ein Hobby und ich arbeite ganz normal. Und ja, da bleibt halt zwischendrin, zwischen Arbeit, Freizeit und so Hobby halt ausführen, nicht so viel Zeit übrig, ne? Man hätte gern mehr, aber es ist ja immer so, man hätte gern immer mehr. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? So, die Gegner lasse ich jetzt mal einfach liegen hier. Ich meine, wir hätten jetzt wirklich zu Warte gekönnt und davon auch runterstürzen, aber ja, wir beamen einfach bloß noch hin und her und das kann es eigentlich auch nicht sein, ne? Also, es muss auch mal ein bisschen gelaufen werden wieder hier. Das wird mir ja faul. Das schimmert so grünlich. Ja, das ist grünes Miasma. Das ist mir eigentlich relativ recht. Das ist nämlich nicht böse. So. Ja, aber jetzt wirklich von diesen Aufwinden, da habe ich jetzt noch nichts gemerkt. Vielleicht gibt es ja auch nur in den neuen Biom da, in dem neuen Gebiet. Man weiß es nicht. Also ich weiß es einfach nicht. Ich lasse mich da auch nicht spoilern von irgendjemanden hier. Das will ich, wenn, dann alles selber wissen. Ah, da haben wir wieder was angezündet. Ja, das ist aber sehr nah an Gebüsch hier. Also das kann ja hier anzünden. So, warte mal, jetzt ist man aber dann so langsam. Stimmt der Kurs hier noch? Westen, ne, wir müssen nach Westen. Müssen wir mal auf die Karte glotzen. Da sind wir jetzt aber einen weiten Kurs außen rum gerannt. Okay. So, da müssen wir jetzt ein. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt mir erstmal müssen. Komm, wir nehmen einfach mal einen großen Trank. Was soll's? Was wir haben, das haben wir. Und wenn er halt irgendwann leer ist, dann ist er halt leer.
31 Minuten haben wir Zeit im Miasma. Wobei man das auch bei den Einstellungen erhöhen kann, Umbragrader. So, da kommen wahrscheinlich wieder Viecher. Der Quest ist aktualisiert. Ja, nur weil ich anwesend bin, oder was? So, also irgendwo sind hier wieder Käfer. Ich hasse Käfer, ihr wisst ja. Hier können wir natürlich auch wieder Miasma-Flüssigkeit sammeln oder Zeug da. Aber ja. Oder hier so Pilzgedöns. Da machen wir mal das Türchen auf. Servus. Keiner zu Hause? Doch. Da muss ich gerade aufpassen, da ist nämlich so ein Polyp da. Dass ich den jetzt zum Platzen bringe. Oder den werde ich schon zum Platzen bringen, aber außer Reichweite. So. Weil ich habe immer das Händchen dafür, dass ich den Scheiß dann einfach so richtig voll so rein und ja. Und dann platzt der Scheiß auf, wie so eine Eiderpustel. So. Okay, hier haben wir einen Zettel liegen. Neue Geschichte, das Miasma, das Elixier und Elixierbrunnen, verrotteter Kern. Okay. Schwarzer Schimmel hinter einer trockenen Mauer. Okay. In der Tiefe ist etwas erwacht, etwas Böses, Krankes, eine innere Verderbnis. Mit zitternden Händen löste ich einen Pflasterstein aus der trockenen Kellermauer und legte den faulenden Schimmel frei. Die Quelle der Fäule ist die ganze Zeit über darunter. Ich begrub sie unter Schutt und Asche. Aber das wird nicht ausreichen. Die verrottende Wurzel ist zu tief unten, um sie auszugraben. Ah ja. Naja, schwarzer Schimmel. Kennt man ja. Aber okay. Ist nicht gerade gut, ne? So. So, war das jetzt für die Quest? Ich muss mir nochmal ins Tagebüchle gucken. Du hast das alte Grundstück erreicht. Das ist der Familie Reed gehörte, die dich um und sucht nach Wertgegenständen. Okay. Wie sieht das auf der Karte aus? Nur den Möhre haben wir jetzt. Ja, dann müssen wir ja mal gucken, ne? Tja, schlafen? Wer will gerne im Miasma schlafen, also ich nicht. Ja, wo soll denn hier jetzt was sein? Das ist die große Preisfrage. Also, Keller, Warte mal, hier? Ich muss hier aber jetzt nicht graben, oder? Warte mal, können wir mal aus, einfach mal so. Okay, hat nichts gebracht. Außer Zerstörung. Ich habe die Treppe kaputt gemacht. Hier gibt es einen Brunnen. Der geht nicht, okay. Ich meine, das faule Wasser will man da eh nicht haben. Guck mal hier rum. Schutt. Alles hier ein Schutt. Hier gibt es einen Keller. Hier sieht man nicht so viel. Oder doch, jetzt geht der Nebel weg. Gut. Warte mal. Wir brauchen mal ein bisschen Licht. Was haben wir denn da? Fossiler Knochenstaub. Hier ist eine Truhe, aber das wird nicht zur Quest gehören. Greifenhelm. Ja, den nehmen wir mal mit, weil wir haben, glaube ich, ein Set, wo uns der Helm einfach fehlt. So, aber mit Prestigekleidung sieht es hier mau aus, würde ich sagen. Haben wir hier. Ach, Miasma mit der Ohrschauer. Braucht auch keiner. Da können wir schöne Löcher in den Boden hauen, das haben wir ja schon mal geschafft, ne? Ja, ich weiß jetzt wirklich nicht ganz genau. Und das hasse ich, wie gesagt, bei den Quests immer wieder. Dass das nicht irgendwie angegeben ist hier, wo das jetzt genau sein soll. So, Frage ist, warum verschieße ich eigentlich gerade hier Munition? Ich könnte ja auch die andere Munition nehmen.
warte mal, das machen wir jetzt erstmal. Wie geht denn das hier? Einfach so, ja. Können wir auch den Mana-Pfeil benutzen hier. Um die Dinger zu zerstören. Ja. Elende Mistviecher. Ah. Das will ich nicht. Naja, das sind halt die Polypen. So, jetzt machen wir das Nest hier kaputt, dass da halt noch mehr rauskommt. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. So, das ist doch alles hier, das Gebiet. Man sieht, da ist ein Zaun, ja. Das ist ja alles zwar überwuchert, jo, aber wo soll ich jetzt die Klamotten finden, Leute? Ich meine, hat es was mit dem Schütt zu tun? Weil der hat was mit Keller und Schütt hier erzählt hat. Kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt den Schütt hier weggraben muss, oder? Das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Wir können es mal probieren, aber das geht schon einigermaßen gut. Okay, hier kommt ein Tisch. Ja, das war ein Tisch. Habe ich mich hier schon durch den Boden gegraben oder wie? Ich habe echt keinen Plan, wo ich das finden soll, Leute. Das müssten sie wirklich anders machen mit dem Quest-Zeugs da. Mit den Markern, dass man da mehr wüsste, wo man da hin muss. Weil das macht so keinen Sinn. Ob ich da jetzt graben muss oder so, ne? Wir sind auf dem Gelände. Ah, da habe ich wieder was kaputtgeschlagen. Was hier unterm Schutt begraben war. Ja, das baumelt so eklig. Komische Zeug hier. Schimmel sozusagen. Gut, da unten war wir drin. Ja, hier ist halt kein Zaun mehr, ne? Was gehört denn hier noch zum Gelände? Ja, Mylards Anwesen. Ja, das ist die Preisfrage, ne? Die große. Mal hier ein bisschen rumgucken, hier drin. Warte mal, hier ist ein Keller. Der ist verschüttet. Ja, manchmal muss man wirklich den Text halt so auch lesen, ne? Ja, da haben sie wieder Polypen reingebastelt. So, abwarten, bis das hier wieder weg ist, die Blase da. So, hier ist eine Truhe. Ah, da haben wir Oberkörperkosmetik und den Hut. Quest abgeschlossen, was? Das ist alles? Echt? Mehr ist es nicht. Es gibt keine Hose, kein Ding, kein gar nichts. Keine Stiefel oder so. Naja, gut, okay. Will nicht meckern. Also das haben wir jetzt mal gelöst. Also textgetreu. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob ich hier hinten wieder rauskomme. Weil das ist immer das Problem, aus dem Meer soll wieder rauskommen. Da habe ich immer so meine Probleme mit. Nach Norden, wenn es geht. Ich werde jetzt auch nichts abbauen von dem Zeug hier. Tripods, da habe ich jetzt keinen Bock. Ey, ich möchte nicht mit denen kämpfen.
Ich muss nicht gegen alles kämpfen, ne? Man muss nicht die ganze Welt bekämpfen wollen. Ach du Heiliger. Ja, zwei. Weiß jetzt gerade auch nicht, welches Level die sind. Mein, wahrscheinlich nicht so. Ja, Herrler, schnauf nicht so, ja. Ah, gut. Okay. Warte mal. Da wird man nochmal umschalten wieder. Warte mal, mit uns erst die vergifteten Eisenpfeile weg hier. Ja, die haben auch noch ein paar Rezepte anscheinend korrigiert, die nicht gestimmt haben. So zwei, drei, vier Rezepte haben sie korrigieren müssen. Was ist denn das? Salbei. Ah, okay. Okay. Ah ja. Brauchen wir nicht. Hier gibt es Kupfer. So, weiter gucken. Hier, Familie des Schmieds. Die Quest wird man auch gleich mal mitnehmen noch. Entschuldigung. Wir haben ja hier das in der Gegend, dann können wir es auch machen. So. Ich meine, es sind schon 21 Minuten wieder rum, aber ja, es geht noch. Was ist denn das hier? Das ist, glaube ich, Zinn, ne? Was, hier bin ich schon im ersten Mal echt jetzt. Das Eisen oder Zinn? Zinn, okay. Ja, gut, da kriegt man ordentlich XP, ja. Ja, man kann das auch hochstellen. Ich habe das halt in dem Sinn eigentlich ein bisschen hochgestellt, dass man sagen kann, ja, dass ich halt hier gegen das Environment hier ein bisschen mehr Erfahrung kriege. Dass ich lege nicht so den Fokus auf Kämpfen, Leute. Das ist halt ganz klar bei mir. Kann man auch mal ein bisschen was mitnehmen. Doch, reicht. Ich will ja nicht den ganzen Weg in der Höhlen. Wenigstens haben wir jetzt schon wieder Tag. Das ist sehr schön. Aber 31 Minuten im ersten Mal mit Trank, mit großem Trank, finde ich schon super. Aber das kannst du auch einstellen, wie gesagt, in den Einstellungen. So, und wir laufen jetzt tatsächlich hier auch. Wir müssten aber hier hoch. Umbrakrater. Oder der Weg hat hier irgendwo eine Gabelung. Mal schauen, was ist denn das da drüben, da vorne? Ah, da geht auch der Wegfackel an. Ich entferne mich schon wieder. Warte mal, das ist eine Höhle. Ist die Höhle hier, ist die gut oder ist die scheiße? Im Miasma, okay. UK-Höhlenpassage. Na, vielleicht führt die mich auch zum Ziel, wo ich hin will. Ach, du Mistkäfer, ey. Problem gelöst. Ja, ich habe leider das mit dem Haken nicht nehmen können hier, den Dinger noch nicht. Ich weiß nicht, wie man das machen muss. So, mal schauen, wo uns das hinführt. Ob uns das oben rausführt. Sonst muss ich mich da wieder hochgraben. Ah, hier ist Tageslicht. Boah, grell. Ja, blöde Falle. Hat mir ja nur nichts gemacht. Okay. Ist das jetzt hier? Hier geht auch ein Weg lang, ja. Ah, das passt. Wir sind on Kurs, sozusagen. Ich hätte mich, wie gesagt, jetzt natürlich wieder hier oben auf die Warte beamen können, ne? Aber ich habe es jetzt schon erwähnt, dass ich mal ein bisschen laufen möchte auch. Weil ich die Karte wieder so ein bisschen erkunden möchte. Das sah gerade so richtig da hinten wie bei Minecraft, also blockhaft hier. Diese Stadt da. Oder diese Ortschaft. Na, jetzt wird es sich langsam aufbauen. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, wie diese Wüstenknäule da heißen, da diese Pflanzengewölle da. Fremgehöft oder Fram. Ja, hier gibt es wieder ein blubberndes Ding hier. Quest aktualisiert, Schmied.
Ja, Brunnen, um den Brunnen hin ist Matsch, das ist ja auch lustig, ne? Ja. Also die Quest wurde aktualisiert. Was hat er aktualisiert? Du bist am letzten bekannten Ort von Rochelle angekommen, ein Bauernhof, der irgendwas stimmt hier aber nicht. Einer der Schuppen ist Schutt und Asche. Durchsuche die Ruine auf dem Farmgelände nach Rochelle. Okay. Irgendwas ist Schutt und Asche. Grüß Gott, Ratten. Also hier ist aber nichts Schutt, ne? Oder? Aber hier liegt ein Buch. Neue Geschichte, Nomaden anhören, eine schnelle und einfache Lösung. Mein Plan B. Ich dachte, es wäre ganz simpel, den Job hier zu übernehmen, den alten Schuppen mit meinen Schmiedewerkzeugen zu reparieren. Sollte einfach sein. Aber der Bauer hier, Herr Fram, oder Fram, als Doppelhüll, macht mir eine Heidenangst. Er hat mir angeboten, nein, darauf bestanden, dass ich in seinem Zimmer schlafen kann, bis die Arbeit erledigt ist. Als wäre das nicht schon schlimm genug, ist der Schuppen in einem viel schlechteren Zustand als versprochen. Die Reparaturen werden viel länger dauern, als ich erwartet habe. Vielleicht hätte ich doch bei den Jagdgesellschaften im Ödland bleiben sollen. Aber was soll's? Ich brauche das Geld, um mir eine Fahrt nach Hause zu leisten, und ich kann niemanden außer mir selbst die Schuld geben. Diesmal habe ich es wirklich vermasselt. Wird Papa mich überhaupt sehen wollen, selbst wenn ich ihn erreiche? Wer weiß. Ich habe mein Bettzeug hier hergebracht. Wenn dieser Kerl irgendwas versucht, wenn er mich auch nur schief ansieht, jage ich das ganze Haus in die Luft. Okay. So, ja, naja. Hat er nicht hier irgendeinen Sprengstoff hingebracht, hä? Ich mach mal alles kaputt hier. Stroh. Mehl, oh yes. Na, ich möchte bloß die Ratte eigentlich nicht treffen, sonst greift die mich an. Mal hier oben hoch. Guck, guck. Ja, ich komme hier leider nicht hoch. Oder warte mal. Das ist schon ziemlich kaputt hier, ne? Ja gut, wir müssen jetzt die Seele finden. Ah, ich sehe es. Da drüben. Ja, tatsächlich hier Schutt und Asche gelegtes Ding hier. Oh, hier ist Sprengstoff. Moment. Ach, ja, schön. Noch mehr Sprengstoff. Wir gehen mal hier auf sichere Distanz. Ich hoffe zumindest, dass hier sicher. Wo ist denn jetzt hier? Ich sehe es. Naja, doch, jetzt sehe ich gut, einfach weil es Spaß macht. Machen wir hier mal Sprengstoffentschärfung. So, was haben wir denn hier? Da ist sie ja. Seele. Rochelle anders. Ja, die ist halt mal wieder ganz anders. Aber die sieht ja aus, also echt. Die gefällt mir nicht. So, Quest abgeschossen. Oder, ja, abgeschlossen, ich weiß. So, gibt es sonst noch irgendwas Interessantes? Da waren wir drin, oder? Ne, wir waren da drüben drin, aber ja. Hier haben wir noch eine Türle. Mal kurz reingucken. Manchmal flötet es so wie bei Walheim. Also, das ist schon witzig. Die Musik. Auch ein sehr geiles Spiel übrigens. Wer greift sich da? Ach, der? Ah ja. Der will so ein Hühnchen haben. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir das abgeschlossen. Haben wir noch irgendwas Interessantes in der Nähe? Fragezeichen hätten wir da noch. Finde Notenblätter in den Alba-Prachtgipfeln. Ja gut, das ist dann schon das neue Gebiet. Da möchte ich aber jetzt eigentlich noch nicht so wirklich eindringen. Was? Alchemische Weisheit. Was ist das hier? Ja, das kann man wieder nicht. Das ist doch sowas von blöd. Das kann man jetzt wieder nicht, also wahrscheinlich ist es hier das neue Gebiet hier oben. Habe ich ja schon festgestellt. So, jetzt gucke ich mal hier. Was haben wir noch für Quests? Wo haben wir noch ein Fragezeichen? Weiter rauszoomen geht nicht mehr.
Daher mal noch ein Fragezeichen. Beim seltsamen Bauwerk. Inner das Sanktum. Was ist das hier? Ja gut, das ist da. Bringt mir das, was wenn ich mich hier hinbeam? Gut, hier können wir übers Meer erstmal drüber schweben. Und hier weiß ich es nicht, wo wir da uns hingebaut haben. Da ist, glaube ich, auch Miasma. Ich würde mal sagen, wir gehen die Düster-Dickicht-Warte. Wobei, eigentlich müssen wir mal nach Hause. Und wieder auffrischen und so weiter. Gucken wir erstmal. Ja, ja. Es ist alles am Auslaufen sozusagen. Ausgeruht ist noch 5 Minuten aktiv, circa. Aber ja, von hier aus könnten wir darüber schweben. Distelsamen. Ja, da waren wir doch erst neulich. Naja, gut, egal. Es ist im März mal wieder drin. Gut, dann machen wir es folgendermaßen. Wir gehen nach Hause. Gut, man muss sagen, Spiel ist jetzt nicht abgestürzt. Vielleicht hat doch was geholfen, aber ich will es nicht loben, ne? Ich will es noch nicht loben. Ich kann immer noch abschmieren. Es war ja wirklich am Anfang schwierig. Patchday halt spielen ist immer ein bisschen problematisch. Aber ja. Ging bei mir eigentlich auch nicht anders, da noch weiter zu warten. Sonst hätte ich dann wirklich sagen müssen, ich mache ja halt 2-3 Tage zwischendrin Pause. Also eigentlich 2 und der 4. Tag dann wieder. So, jetzt hat er was. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Das ist dieser Meteoritenschauer. Gut, meinetwegen, der kann erstmal bleiben. So, dann haben wir hier das. Und das Ding, ja. Und hier die Mystikerstiefel. Da kann ich gleich mal gucken, ob man da am Kleider... Ja, hi! Wie geht's denn dir? So, kann ich gleich mal am Kleiderständer gucken. Das ist... das Königin-Ding. Sieht ein bisschen merkwürdig aus mit dem Diadem, ne? So, das ist was anderes. Überprüfen. Ältesten-Dingsbums. Gut, ich habe ja gesagt, vielleicht füllen wir auch manche Rüstungen auf. Das ist Adler, das ist fertig. Er hier ist noch nicht fertig, ihm fehlt die Hose. Fängt schon wieder an zu regnen. Da fehlt noch jede Menge bei dem Schutzpatronenset. Das könnten wir bauen, wenn wir wollen. Der ist fertig. Er hier, Zaubermeister. Okay, ja gut, die Rüstung ist... Naja, man kann die auch bauen. Was ist das hier? Falkenbrustpanzer, genau, da fehlt der Kopf hier. Oder? Nee, oder? Das passt hier doch gar nicht dazu. Warte mal. Nee, da fehlt der Falkenkopf dazu. Naja gut, den haben wir nicht. Aber na, ich glaube, der sieht ähnlich aus. Komm, wir bauen den drauf. Ich glaube, das Ding sieht ähnlich aus. Wenn wir den anderen finden, dann können wir den natürlich auch drauf bauen. Ja, schau, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Es sieht genauso aus. Und ich glaube, dass der sich nicht viel gibt. Sag mal, cool, da weht sogar der Mantel hinten. So, bei ihm ist es auch so lustig, ne? So, wir haben aber hier noch ein ganzes männliches stehen. Haben wir gar keine Mystiker-Rüstung ausgestellt hier? Das kann auch sein. Gut, wir gucken mal unten in die Kisten rein. Eigentlich müssten wir da nochmal ein extra Häusle bauen für die ganzen Ausstellungsstücke. So eine Art Museum. So. Okay. Jetzt muss ich mal wieder gucken, wo ist denn was drin? Blitzpfeilhose, strahlender Paladin. Das ist gerade, was wir halt anhaben, so zum Beispiel. Da fehlt noch eine Hose. Greifenbrustpanzer. Zaubertunika. Warte mal, was haben wir jetzt mitgenommen? Mystiker, ah ne, die Stiefel haben wir schon, dann können wir die löschen. Hätte ja sein können, dass die noch fehlen. So. Marktgewand, ja, okay. Schön und gut. Aber wie gesagt, eigentlich fehlt da der Rest, ne? Auch wieder eine Hose und so weiter. Wir schmeißen sie jetzt mal hier ein. So, Musikinstrumente. Hier will auch keiner, ne? Das sind eigentlich dieselben Sachen wie hier.
Nur, dass die halt verziert ist, ungewöhnlich hier, aber ansonsten sind es dieselben Instrumente noch einmal. So. Okay, die Baublöcke, die haben wir nämlich noch nicht gehabt, komischerweise. Aber ja, wir haben nicht alle unbedingt. Also wir haben so viele Baublöcke sowieso schon. So, Fata Morgana. Ja, wenn ich an das Lied Fata Morgana denke, das ist aber von der allgemeinen Verunsicherung. Weiß nicht, ob das hier heute noch jemand kennt. Eva halt, ne? Allgemeine Verunsicherung. So. Haben wir noch ein Instrument? Habe ich die Flöte hin, Leute? Die habe ich gar nicht. Ja, die habe ich woanders hin, aber egal. Gut, das ist. Ja, das ist eigentlich normalerweise unser Baulager. Aber man müsste es halt auch wieder mal ändern. So, Schutt. Ich weiß gar nicht, ob wir Schutt generell für irgendwas brauchen können. Das weiß ich echt nicht. Warte mal, ist hier was rein? Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwo Schutt drin habe, in irgendeinem Behälter. Da warte mal, Stein. Haben wir überhaupt Stein? Nee, ne? Nee, haben wir nicht. Warte mal, dann tun wir den Schutt mal da oben mit reinlegen. Ob man jetzt irgendwie brauchen oder nicht, ne? So. Da haben wir da noch Vogeldinger. Rohes Fleisch. Ne, das sind ja noch uralte Dinger. Die können wir teilweise sogar löschen, weil wir die nicht brauchen. Oder wobei, ja gut. Man kann sie natürlich auch verkochen. Ich meine, aber damit das mit dem Hungerzeug eh ausgestellt haben, ne? Ist es eh relativ wurscht egal. Mehl, ja perfekt, Mehl, das tun wir auch mal hier einschmeißen. Cyberblätter sind woanders drin, das weiß ich. Stroh weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. So. Mit den Elixierfläschle tatsächlich kann ich halt auch nicht so viel machen. Dann habe ich ja dieses Magier-Biss-Dingsbums da. Ist aber schon voll, oder? Na, wobei? Ne, ist noch nicht voll. So. Da haben wir noch ein bisschen Tuch. Halt, falsch rum. Den Rest zerstöre ich. Weil, ja, wohin damit? So, irgendwo habe ich Federn. Wo habe ich die Federn rein? Möchte ich die hier rein? Nee. Hier habe ich nichts. Irgendwo habe ich Federn rein. Aber jetzt öffnet das wieder nicht. Das ist auch so ein bisschen ein Problem. So. Salbei habe ich jetzt aufgeräumt. Dann Zinnbarren und Myzel. Myzel habe ich hier meistens drin. Warte mal, hier könnte man mal sortieren. So, sehr schön. Und fossiler Knochenstaub habe ich hier nicht drin. Nee. Aber da kommt Salz rein. Da habe ich fossilen Staub. Nicht viel, aber immerhin. So, Nekromantenbeschwörergefäß. Das schmeiße ich wieder weg. Brauche ich nicht. Also, die haben auch irgendeinen Testzauberspruch noch drin gehabt. Aber der erscheint so mächtig. War auch nicht geplant, dass der eben hier in die Public-Version reinkommt. So, Kalkstein haben wir noch irgendwie gar nicht, oder was? Vielleicht schon, aber ja, gut. Wie gesagt, man bräuchte hier mal ein viel besseres Lagersystem, wie ich hier habe. So, Musikdinger, wo habe ich denn die drin? Warum öffnet er manchmal das? Bin ich da zu nah dran? Ich würde es jetzt nicht vorspielen, die Musik hier. Das ist so tralala, ist einfach nur wegen Sammeln hier, ne? So, das hier noch verpacken. Okay. Und jetzt packen wir hier noch da das Zinnzeug rein. Ja, und dann haben wir es eigentlich schon wieder. So, jetzt gucke ich mir ganz kurz da nochmal an. Ich glaube, da haben sie was sogar geändert, hier bei dem Rezept. Wolle. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Wolle. Gut, Enzian. Granit, Kohle. Kohle können wir uns holen, das geht ohne Probleme, aber der Rest ist, ja, schwierig. So, und da bin ich halt noch nicht ganz sicher, ob das noch aufwertbar ist irgendwie.
Wird man schon noch rausfinden, aber ich glaube, das ist eh nicht mehr aufwertbar. So, okay. Ja, dann bin ich soweit wieder fertig für heute. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt's natürlich beim nächsten Mal. Euer Lego. Bye, bye.